Hallo und willkommen zum ersten Flohmarkt-Pickup-Video. Ja, das erste Video im Jahre 2024. Ich glaube, gefühlt 4 Monate ist es her, seit ich das letzte Flohmarkt-Video gezeigt habe, denn es gab keinen Flohmarkt. Die Flohmarkt-Saison fängt langsam jetzt Mitte März an. Ich habe durch Zufall einen Flohmarkt bei mir in der Nähe entdeckt. Einer der ersten überhaupt, der hier in der Nähe stattgefunden hat. Und ob ich und mein Bruder dort was gefunden haben, ja, das seht ihr gleich. Flohmarkt, wie schön war das, wieder mal zu stöbern, zwischen herauszusuchen, ob man was Schönes findet. Ja, und zufälligerweise war nicht allzu weit weg. Ich glaube, wir sind mit dem Auto 20 Minuten gefahren. In einer Nachbarstadt war ein Flohmarkt von einem professionellen Ausstatter. Das war auch der erste hier in der Gegend. Und ja, es fängt jetzt langsam an. Also dadurch war natürlich so... So ein paar typische Trödelhändler waren das, ein paar Gamehändler, die so typisch diesen Profi-Flohmarktausstattern auch immer, die begleiten, die davon leben. Ein paar Private waren dazwischen und trotzdem haben mein Bruder und ich doch ein paar schöne Kleinigkeiten gefunden, die ja, es sich lohnt zu zeigen. Klar, wir mussten so ein bisschen bei den Händlern schauen und aber die waren da auch günstig. Also man, na gut, bei den Gamer-Bereiche, die waren nicht so günstig. Da komme ich gleich auch noch mal zu. Aber bevor ich jetzt einfach nur schwafel, zeige ich euch erstmal so ein paar Teile, die wir gefunden haben. So, den Anfang machen Mangas. Und zwar relativ früh, glaube ich, bei einem Stand, der hatte viel Anime-Kram, auch ein paar One Piece und Dragon Ball-Figuren von Funko Pops. Aber das war jetzt nicht, das sammle ich nicht wirklich. Hatte auch so allgemein eine ganze Menge Figuren. Ich habe da zwei Sachen haben wir mitgenommen. Mein Bruder hat jetzt diese 5 Mangas mitgenommen. Die fehlten uns noch. Dadurch habe ich, glaube ich, sogar jetzt diese Reihe komplett. Das waren noch die einzigen Nummern, die uns fehlten. Hätte 6 Stück da liegen und 5 fehlten uns. Das ist schon ein geiler Schnitt. Ja, und dann habe ich noch was anderes bei dem Händler gefunden. Das komme ich aber im Rahmen mit Filmen. Das ist ein Film. Deswegen fange ich jetzt mit den Büchern an. Und zwar habe ich 5 Bücher von Attack on Titan mitgenommen. Wir haben 24 Euro bezahlt. Die sind auch im absoluten neuwertigen Zustand. Da ist nichts gegilbt und sonst was. Das ist die Nummer 33. Das sind so die letzten. Also die fehlten uns auch noch. Dann habe ich hier die 34. Dann habe ich hier die 29. 30 ist jetzt nicht dabei. 30 war in einem Schuber. Den habe ich mir mal gekauft zwischendurch. So, hier habe ich die Nummer 31. So. Und hier habe ich die Nummer 32. Alle im Carlsen Verlag erschienen und kosten so etwa neu, so um die 7 Euro. Wenn man dann sieht, 7 mal 5. Könnt ihr ausrechnen, ja, sind 35 Euro und wir haben nur 24 bezahlt, das ist also ein guter Schnitt, kann man so sagen. Keine 5 Euro pro Stück und das in einem neuwertigen Zustand. Ja klar, man kann es günstiger finden, aber das geht ja eigentlich. Also es waren trotzdem echt schöne Sachen. Ja, und dann, ja gut, ich habe Film erzählt, dann greife ich auch bei Film vor. Bei dem gleichen Stand habe ich als allererstes, wenn mein Bruder die Mangas dann auseinandergenommen hat, da waren noch nicht so viele Naruto und so weiter, dann habe ich unten auf dem Boden stehen ein paar Videokassetten gesehen, also VHS. Und einmal ist dabei Alf, der Film. Sieht man auch nicht alle Tage. Und ich habe den jetzt, ich habe glaube ich 3 Euro bezahlt dafür. Und ja, macht sich auch gut. Ja, findet man, ich weiß gar nicht, ob es den auf DVD gibt. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht der Alf-Sammler im Endeffekt, aber ich habe Freunde, die sammeln und ansonsten ist das schönes Tauschmaterial. Ja, und wo ich bei Filmen bin, gehe ich auch gleich weiter. Also wir waren dann noch bei, da waren noch 2, ja, es waren Händler im Endeffekt, aber die haben so etwa ich glaube einer hatte 3,50 Euro für jede Blu-ray und der eine hatte 3 Euro für jede Blu-ray. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, 3,50 Euro für 3 Filme je bezahlt. Also mein Bruder hat, der eine wollte 4 pro Stück haben und der andere hat 3,50 und wir haben jetzt im Endeffekt etwa 3,50 Euro für jeden Film bezahlt.
Das sind drei Filme, die wir nochmal haben wollten und nicht hatten vorher, beziehungsweise, ja, natürlich, klar, logisch. Also, hier habe ich Hüter der Erinnerung, The Giver, ein Film, den mein Bruder gesehen hat und gut fand und nochmal in der Sammlung auch haben wollte. Dann, und das ist zwar eine Sealed, aber die Hülle ist leider auch gebrochen. Ich habe das hier jetzt erst gemerkt. Aber The Accutant mit Ben Affleck, auch richtig gut. Aber die Hülle scheint hier in der Mitte gebrochen zu sein. Das heißt, die müssen wir austauschen. Das heißt, die machen wir jetzt auch noch mal auf. Cover ist noch in Ordnung, aber die Hülle wird kaputt sein. Ja, und der dritte Film ist der letzte Hellboy, Call of Darkness. Hatten wir noch nicht. Und wie gesagt, gut. Haben wir dann in die Sammlung aufgenommen. Der war in einer Plastiktüte übrigens, also der ist nicht sealed, nur Accountant, der war sealed. Finde ich auch sehr klasse, wenn die Händler auch ihre eigenen Tütchen haben für die Spiele, und der hatte wirklich alles eingepackt, der hat auch Games, aber da war jetzt nichts Besonderes dabei. Und hat die alles einzeln eingepackt. Das fand ich schon großartig. Anders war es ein anderer Spielehändler. Da waren wir am Gucken. Da schmerzte es schon, diese Sachen zu sehen. Das tat höllisch weh. Man hat N64 Big Box Spiele gesehen, wie Shadow of the Empire, von der Sonne, vom Wetter zerfressen. Auch seine Xbox-Sammlung, die Spiele waren schon oben abgekrabbelt. Und da gab es eine Kiste mit PlayStation 1. Da waren auch ein, zwei Promos, wo ich gucken war, aber ich kannte den auch schon vorher und ich weiß, der hat Preise, war passt überhaupt nicht. Also in dem Sinne, die waren echt so, als ob da schon Wasser getankt hat. Ein, zwei sahen verwachsen aus und das tut so weh, und die wollen dafür Sammlerkurse haben, Leute. Sammlerkurse. Wenn ich gefragt hätte, was das für Shadow of the Empire haben will in der Big Box, in der Box, die total kaputt, sonnenausgeblichen ist und so weiter, und ich möchte nicht wissen, wie das Modul aussieht, weil es, und das Handbuch, der will da bestimmt noch 50, 60 Euro haben, was es nicht wert ist mehr. Das ist vorbei. Die haben den Knall nicht gehört, teilweise. Die haben dann nur die aktuellen, die sind natürlich ordentlich, aber die alten Sachen, die mehr wert sind, die sie auch immer haben wollen, den Wert, das spiegelt das nicht wieder. Und ich hatte da gesehen, zwei PlayStation, da war noch eine Kiste mit guten PlayStation 1 Spielen, da waren ein paar echt tolle Sachen dabei. Ich hätte gerne welche davon gerettet, denn ich weiß, das sieht in ein paar Flohmärkten anders aus, aber die Preise waren so unverschämt. Das für PlayStation 1 habe ich gesehen, da wollte das Ninja, das hat auch einen Untertitel gehabt, auf jeden Fall, war ein sehr guter Zustand, sogar eine Tüte eingepackt. Ich fragte, was er wollte, 45 Euro, und ich habe geguckt, ich krieg's locker online im gleichwertigen Zustand für 25 Minimum. Dann hatte ein Saga Frontier 2 gehabt, auch toller Zustand von Square, hätte ich auch gerne mitgenommen, aber ich bezahle keine 80 Euro auf dem Flohmarkt. Ich meine, das war der gleiche, der mir mal In the Hand angeboten hat für 180 Euro. Und ich habe nicht nachgefragt, wie es jetzt aussieht, das Ding. Weil es soll, mein Bruder hatte kurz im Hintergrund, der hat ihm ein paar NES-Spiele gezeigt und ein paar N64 in OVP, die aber auch nicht mehr gut aussahen. Und so gerade in der Grenze, mein Bruder hat überlegt, Boy and his Blob mitzunehmen. Das war im sehr guten Zustand, aber nachdem mein Bruder geguckt hat, was online gehandelt wird, also einfach, der wollte etwa 30% mehr haben, als das ist, was es üblicherweise online war, und das war zu viel. Und wie gesagt, es tat mir immer wieder, an dem Stand zu stehen, und dann habe ich mich auch zusammengerissen und nichts gekauft. Also das muss man dann auch, und dann geht man lieber weg, weil das schmerzt nur, ein Sammlerherz bricht zusammen, und es tut so weh, dass die diese Schätze so verwahrlosen lassen. Und die glauben wirklich noch, das hat den gleichen Wert, egal welchen Zustand. Und du kannst denen sagen, Leute, ihr habt es kaputt gemacht. Ihr habt den Wert kaputt gemacht. Das verstehen die aber nicht. Und deswegen diskutiere ich da auch gar nicht weiter. Ich drehe mich nur noch um. Ja, nicht umgedreht, bevor ich was nämlich mal positiv werde, haben wir uns als der eine, ja, es war so ein Trödler, der hatte Tim und Struppi Autos, so Modellautos stehen. Habe ich mir auch eins mitgenommen. Oder mein Bruder hat das einfach dann für uns mitgenommen. Das ist ja aus der Umbaya-Fetisch ein Auto, Tim und Struppi drin. Das ist aus dieser Tintin-Abenteuerreise oder Abenteuerserie, Autoserie. Richtig schön, sehr, sehr gut gelungen, auch wie neu. Ja,
hat 20 Euro gekostet. Ist jetzt kein Schnäppchen, aber auch kein Hausfall, weil es so ein Normalpreis ist. Ja. Dann drei Teile habe ich hier noch. Wie gesagt, das war der erste Flohmarkt, den wir hatten. Das fängt jetzt erst an. Eigentlich erstaunlich, dass wir überhaupt was gefunden haben. Dann habe ich bei LPs geguckt und durch Zufall einen Soundtrack gefunden, der mich gereizt hat. Das ist jetzt kein Soundtrack, den ich mir anhöre, weil ich bin ja mehr so der Score oder der Instrumental-Soundtrack-Hörer. Das sind hier mehr Songs drin. Aber es ist eine Platte, die sieht man nicht alle Tage. Ich habe 2 Euro dafür bezahlt. Ist in Zustand, alles, aber ich finde das Cover toll und der Film von Walter Hill, Street of Fire, seht euch das Cover an, mega, mega einfach nur, das ist einfach nur mega. Und ja, wie ich sagte, abgenutzte Ecken, da kommt noch eine Schutzhülle rum, das was jetzt ein bisschen beschädigt ist, ist leider auch das Sleeve, das ist hier so eingerissen, hier schon ein bisschen mit Tesafilm geklebt worden. Hier kann man auch sehen, es war mal so eine reduziert Sache, dann sind die immer so eingeschnitten worden, wie mit der Kreissäge. Auch sehr traurig, aber das war damals diese übliche Sache. Die LP sah eigentlich okay aus. Ja. Ist halt ein bisschen, ich merke gerade, ich muss sie noch mal wischen. Gefühlt doch noch ein bisschen Staub drauf. Ja. Und hier sind die Songs abgebildet, die Songtexte von den verschiedenen Songs. Finde ich auch sehr klasse, hat man auch nicht alle Zeiten oder alle Tage. Ja, und wie gesagt, für 2 Euro habe ich mir gedacht, nehme ich diesen Soundtrack mit. Und kommt noch in eine Schutzhülle. Ja, ich werde die LP nochmal sauber machen. Nochmal auswischen und das. Ja, aber das Cover ist doch mega. Richtig mega Cover. Der Film ist auch so ein, ja, Action-Drama. Mehr anders kann ich nicht bezeichnen. Ja, was habe ich denn noch gefunden? Musikalisch geht es weiter. Ich habe noch eine Maxi-CD gefunden, so mitten in der Grabbelkiste. Ich habe 1,50 Euro dafür bezahlt. Und zwar ein Schwein namens Männer von Die Ärzte, diese Maxi. Ja, Ärzte, wer kennt sie nicht? Kultige Lieder. Diese CD ist von, oder diese Maxi von 1998. Hier richtig schön im Pappschuber. Ihr seht hier die Ärzte in Tokio oder so müsste das sein. So, das sieht danach aus. Ja, warum habe ich diese mitgenommen? Nicht nur, weil die eine gute Band sind und großartige Songs machen. Ja, als Gamer brauchte ich diese CD. Habe ich gedacht, erstmal ein schöner Pappschuber, sowas gehört in die Sammlung. Denn wer das Musikvideo kennt, die hatten einen der ersten, ja, war das die erste Gruppe, die einen internationalen Computerspielcharakter, einen Megastar in ihrem Musikvideo hatten. Und zwar Lara Croft. Ja, Lara Croft aus Tomb Raider hat einen Gastauftritt in diesem Musikvideo. Das ist hier kaum zu sehen, aber hier unten ist eine kleine Lara Croft. Ich blende das euch als Foto ein, denn hier so im Video kann man es ganz schlecht sehen. Ja, und da habe ich gedacht, für meine Gamesammlung oder Soundtrack, Gamesammlung, wie auch immer, das musste sein. Es ist so ein Stück, was zur Tomb Raider-Geschichte gehört und das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen, dann einfach dazu zu packen. Oder für mich Sammlung dazu zu packen, so gesagt. Ja, also wie gesagt, das ist fast die gesamte Ausbeute. Eine Sache habe ich noch, denn trotz all dieser schlechten Spiele war da doch noch mal 1-2 Privatleute, die mir ein paar Games hatten. Der eine hatte kaum noch Games, ich glaube, das waren noch 2 Wii-Spiele mit Kindergames, die mir absolut nichts sagen. Aber da lag ein PlayStation 3-Spiel, was nicht schlecht ist, was wirklich gut ist. Und zwar ein Ego-Shooter, ich habe 18, das passt natürlich perfekt. Call of Juarez, Bound in Blood, ab 18 Uncut. Kommt auch top, top Zustand, alles super. Handbuch dabei, auch in sehr gutem Zustand. Und ich habe und 3 Euro auf 2 Euro runtergehandelt und für 2 Euro kann man das immer mitnehmen. Ist auch ein sehr, sehr gutes Game. Einer der wenigen guten Western-Shooter, obwohl einer der Nachfolger Gunslinger war noch ein Tick besser. Aber auch der erste Call of Juarez, ein absoluter Klassiker. Ja, und wie gesagt, das war die kleine feine Ausbeute von dem ersten Flohmarkt im Jahre 2024. Leute, was sagt ihr? Liken, teilen, abonnieren, das ist klar, aber kommentieren, ey, was ist da euer Highlight von? Ist es der Soundtrack? Ist es die Elf?
Videokassette? Ist es einer der Filme? Lass es mich wissen. Ja. Und ich freue mich, dass es jetzt losgeht mit den Flohmärkten und mal sehen, wo es nächste Mal kommt. Ab April geht es erst richtig los, aber jo, lasst uns gespannt sein. Ich bin immer am Gucken und mal sehen. Ja. Also, das war das erste Flohmarkt-Video 2024 und ich sehe euch hoffentlich das nächste Mal wieder.